Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno. I'm a little upset with China. Als Infektionsquelle wird ein Lebensmittelmarkt in Wuhan vermutet. Why do you keep calling this the Chinese virus? Peking bietet ein sehr deprimierendes, trostloses Bild. Die Informationen, die es über den rätselhaften Krankheitsausbruch gibt, sind sehr spärlich. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. China war als erstes Land von dem Virus betroffen. Als erstes Land scheint es sich zu erholen. Fabriken laufen an, Geschäfte öffnen, andere Staaten flehen Peking um Hilfe und eine Welle des Patriotismus flutet Chinas Internet. Während wir noch darüber nachdenken, ob unser Hamsterkauf Klopapier das deutsche Abwassersystem überfordert, wirft China die weltweite Propagandamaschine an. Großmächte werden zu Supermächten, indem sie opportunistisch sind, indem sie Chancen erkennen, indem sie Lücken sehen. Das war Bernhard Zandt, Spiegel-Korrespondent in China und mein Gesprächspartner heute. Er lebt seit 2012 in Peking, war lange unter anderem Nahost-Korrespondent, hat über Kriege im Irak, in Gaza und im Libanon berichtet. Und ich möchte von ihm heute unter anderem wissen, wie das Regime in China die Zeit nach der Corona-Krise für eigene Zwecke nutzt. Und was zum Beispiel von dieser vielversprochenen neuen Normalität zu halten ist in China nach der Krise. Und kann es sein, dass ein winziges Virus die Welt für immer verändert hat? Das alles heute in 8 Milliarden. Fangen wir vielleicht mit etwas Unfassbarem an, das uns womöglich nur deshalb nicht wundert, weil so ziemlich alles gerade unfassbar ist. Hier ist der Landrat des Landkreises Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, wo bekanntermaßen das Virus besonders viele Opfer gefordert hat. Stefan Pusch sagte kürzlich, das. Ja, dann haben wahrscheinlich einige heute schon in die Medien reingeguckt und haben gedacht, jetzt ist der Push komplett übergeschnappt. Jetzt hat er den chinesischen Staatspräsidenten und chinesischen Ministerpräsidenten angeschrieben. Aber liebe Leute, wenn mir das vor 5 Wochen gesagt hätte, dass ich mal sowas mache, dann hätte ich gesagt, okay, ist glaube ich mal Zeit, nach Hause zu gehen und mit einem Psychiater zu reden. Mittlerweile wissen wir, dass Push nicht der Einzige ist, der um Hilfe fleht. Spanien hat sich an China gewandt, Belgien ebenfalls. Bei einem italienischen Politiker hatten die Anbiederungen geradezu homoerotische Züge. Bernhard, ich habe den Eindruck, dass sich da gerade etwas fundamental verschiebt in der Art und Weise, wie man China gerade in Europa wahrnimmt. Verstehst du, was ich meine? Das verstehe ich absolut. Und ich glaube, der serbische Präsident Vucic, bei dem war das quasi verbatim. Mein Freund Xi, ich nenne ihn meinen lieben Freund Xi, sagte er. Ja, ich glaube, das hat mit 2 Dingen zu tun. Erstens mit dem simplen Faktum, an das sich, glaube ich, viele in Europa tatsächlich noch nicht gewöhnt haben, wie groß China geworden ist. Als Wirtschaftsmacht, als Handelsmacht, darf nicht vergessen, China ist der größte Handelspartner von mehr Ländern, als das die USA heute sind. China ist ein nach außen drängendes, in den vergangenen Jahren bis zur Corona-Krise vor Selbstbewusstsein strotzende, starke Wirtschaftsmacht, die nun wirklich mit großem Selbstbewusstsein aufgetreten ist. China ist überall auf der Welt. Wenn man in China auf die im Übrigen meistens sehr langweiligen Pressekonferenzen des Außenministeriums geht, dann spürt man eins, es wird in jeder Konferenz jeden Tag um 3 Uhr jeder Kontinent abgehandelt. Ich will nicht sagen jedes einzelne Land, aber im Grunde ist das eine Tour d'horizon, die um die wirklich die ganze Welt geht. China ist extrem präsent. Und ich glaube, dass viele im Westen die Größe Chinas, seinen Einfluss, seinen gewachsenen Einfluss tatsächlich unterschätzt haben. Ist das also der Beginn des vielbeschworenen chinesischen Jahrhunderts, den eigentlich wäre der natürliche Reflex gewesen, nach Amerika zu schauen. Sie sind die Führungsmacht, sie sind der Kompass. Die Welt geht unter, Amerika ist zur Stelle. Ein Gesetz, das 100 Jahre in Kraft war. Es ist jetzt 4 Jahre her, dass Trump gewählt wurde. Das Motto seiner ersten Amtszeit, America First, ist programmklar. Das erläutert doch ganz klar, was der Fall ist. Und dieser Rückzug ist da. Ich habe selber in meiner journalistischen Karriere oft Gelegenheit gehabt zu sehen, was dieser Wide Reach von Amerika war. Ich war bei einem Wirbelsturm auf den Philippinen.
allein das Geräusch einer amerikanischen Militärmaschine, die dann reinkommt und von der man weiß, die wird jetzt erst einmal die Schwerverletzten mit hinausnehmen. Die Gewissheit, dass irgendwo in der Nähe ein amerikanischer Flugzeugträger steht und mit seiner Strike Group kommen und helfen kann, das war eine Gewissheit für uns, die wir im Westen aufgewachsen sind über eine lange Zeit. Ich glaube, die Corona-Krise hat vor allen Dingen in Ost- und in Südeuropa, glaube ich, jetzt dem Letzten klar gemacht, dass China dort sehr, sehr präsent ist. Aber ganz konkret, kann denn China helfen? Kann es die Rolle der Supermacht ausfüllen? Ich habe irgendwo gelesen, dass sie die Gesichtsmaskenproduktion um den Faktor 10 hochgefahren haben. Faktor 12. Also sie produzieren zurzeit, ich vermute, das wird sich, während wir sprechen, hier deutlich ändern. Sie produzieren zurzeit 12-mal so viele Masken wie vor Ausbruch der Krise. Die industrielle Basis dieses Landes ist einfach gigantisch. Das ist etwas, was einem auch als Korrespondent in diesem Land, wofür man sehr, sehr lang braucht, um sich zu kalibrieren. Ich glaube, ich bin es nach 8 Jahren noch immer nicht. Es passiert auch mir immer wieder, dass ich irgendeine Zahl sehe und mir denke, das kann eigentlich nicht sein. Aber das ist ein Faktum hier. Das sind Produktionskapazitäten, industrielle Kapazitäten, die sehr kurzfristig mobilisiert und umgeswitcht werden können. Ich meine, China exportiert pro Jahr Waren im Wert von etwa 2000 Milliarden Dollar. China ist ein strategischer Opportunist. Und darin sind sie in der Tat geübt, und zwar über die letzten 40 Jahre, zu schauen, wo haben wir Einflussmöglichkeiten, wo können wir unsere Überkapazitäten abbauen, wem können wir billigeres Öl abkaufen, wo können wir unsere Produkte loswerden, wo können wir unsere 5G-Sendemasten verkaufen, wo können wir Huawei hinschicken, wo können wir sozusagen Spielräume nutzen, die wir haben. Spielräume erkennt dieses System sofort. I think they could have given us a lot earlier notice, absolutely. Once we beat back the virus, China must be held accountable. It is an indisputable fact that China lied. This is an authoritarian regime that cannot be trusted. Das neue, das gütige, das hilfsbereite China also. So die Eigenwerbung. Nicht überraschend, dass sich die USA mit der neuen Rolle des mächtigen Samariters schwer tun. Allen voran US-Präsident Donald Trump. Why do you keep calling this the Chinese virus? It comes from China. That's why. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. Chinas Antwort, wenig überraschend, kam prompt. Man bezichtigte absurderweise US-Soldaten, das Virus eingeschleppt zu haben. It might be the US Army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent. Make public your data. US owes an explanation. Also dieser besondere Tweet des stellvertretenden Außenamtschefs, Außenamtssprechers Zhao Lijian, das war in der Tat etwas sehr, sehr Ungewöhnliches. Habe ich in Jahren in China so nicht erlebt. Also dass jemand so dermaßen über, also einen dermaßenen Ausreißer, eine solche Amplitude geschlagen hat in der sonst doch sehr gemessenen, um nicht zu sagen formal und steif gehaltenen Außenamtsdiplomatensprache der Chinesen, das war tatsächlich neu. Ehrlich gesagt, die erste Reaktion, die ich hatte, war, der spricht wie Trump. Also mir schien das zunächst wie eine Übernahme eines Kommunikationsmodells, wie man das von Trump kennt. Also man haut einfach irgendetwas hinaus, ohne die Fakten zu checken und schaut einfach mal, wie hart der Einschlag ist und wie viel Schaden er sozusagen dem Gegner zufügt. Passt auch dazu, dass das ausgerechnet auf Twitter passiert ist. Twitter wohlgemerkt, dass in China blockiert ist. In China kann man offiziell Twitter überhaupt nicht empfangen, aber dieser Außenamtssprecher hat das Medium Twitter dafür genutzt. Ich war beunruhigt darüber, weil das in der Tat in dieser Form neu ist. Und wenn man sich vorstellt, dass die zwei dominanten wirtschaftlichen Militärmächte des 21. Jahrhunderts jetzt so miteinander anfangen zu reden, beziehungsweise nicht zu reden, sich mit solchen Invektiven zu überziehen, das ist eine sehr beunruhigende Vorstellung. Das kann man so sagen. Der vorerst letzte Stand im Zickenkrieg der Supermächte ist, dass wenige Stunden nach einem angeblich klärenden Gespräch zwischen Washington und Peking Trump ein Gesetz unterzeichnet hat, das massiv Taiwan unterstützt. Auch das wird China nicht erfreuen, die nächste Provokation. Ein untrügliches Zeichen, dass China nun definitiv eine Supermacht ist und sich genau wie eine verhält, ist der Umgang mit eigenen Fehlern. Was mich am meisten wundert in der chinesischen Debatte hier ist der totale Mangel an Selbstreflexion oder, um einen ganz maoistischen Ausdruck zu gebrauchen, an Selbstkritik.
Selbstkritik hat ja nun eine große Tradition in der Volksrepublik China. Da ist also ein Beamter, ein Experte oder jemand, der einen offensichtlichen Fehler macht, sich dann am Ende hinsetzen muss und aufschreiben, was er für Fehler begangen hat. Der Fehler, der in China hier passiert ist, zu Beginn der Corona-Krise, das totale Versagen, das Vertuschen, das Verschleppen, zum Teil die Zerstörung von Beweismitteln und so weiter in der Hubei-Provinz, wo das alles losgegangen ist, ist ja so offensichtlich, dass es also einen wirklich frappiert, dass bis heute von keinem bedeutenden Politiker, von keinem bedeutenden Diplomaten Chinas auch nur der Ansatz davon zu erkennen ist, einzugestehen, dass da am Anfang was nicht gut gelaufen ist. Dann lass uns das doch genauso machen. Schauen wir, was nicht gut gelaufen ist im Januar 2020. Der berühmte Reissack, der in China umfällt, klang bei uns damals nämlich so. Die Informationen, die es über den rätselhaften Krankheitsausbruch gibt, sind sehr spärlich. Die Behörden und die von Chinas Staatsführung kontrollierten Medien gaben bisher nur wenige Einzelheiten bekannt. Hongkong verschärft Kontrollen bei der Einreise. Die US-Botschaft in Peking warnt vor Kontakten mit Tieren und erkrankten Menschen. Anlass dafür ist die mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Millionenstadt Wuhan. Ja, wir haben das alle selber gar nicht mitgekriegt. Ich glaube, niemand hat das, niemand, der nicht unmittelbar in der Stadt Wuhan, dem Epizentrum der Krise war, hat das unmittelbar mitgekriegt. Das ist alles im Grunde von Mitte Januar an erst nach und nach bekannt geworden. Wenn ich den ganz aktuellen Stand, soweit ich ihn überblicke, kurz referieren kann, man geht im Moment davon aus, dass die ersten Fälle in Wuhan bereits im November aufgetreten sind. Gegen Ende Januar, am 30., 31. Januar, Ärzte in einzelnen Kliniken in Wuhan eben schon ein Muster erkannt hatten und warnten und sich sozusagen untereinander warnten, vorsichtig dabei waren, weil sie natürlich ihren Obrigkeitsstaat hier kennen und nicht offen und frei darüber gesprochen haben. Trotzdem sind sie schnell erwischt worden von der Zensur, von den Polizeibehörden, wurden einbestellt, wurden reprimandiert und mussten übrigens Selbstkritik üben und unterschreiben, was sie sozusagen für einen Schaden angerichtet hatten. Gleichzeitig aber haben diese Ärzte sehr früh angefangen, wissenschaftlich zu arbeiten, das Virus zu isolieren, zu sequenzieren, wie man sagt. Wenn mich im Datum jetzt nicht täusche, haben sie, glaube ich, am 31. Dezember bereits die ersten Daten an die WHO geschickt. Das heißt, es sind sehr, sehr viele parallele Entwicklungen gewesen. Aus der Rückschau ist die dramatische, schlechte, hochgradig problematische Entwicklung gerade in den ersten Wochen des Jahres von Anfang Januar bis zum 20. Januar passiert, als die lokalen Behörden mehr oder weniger alles taten, die Information über die Ernsthaftigkeit und die Gefahr dieser Krise zu unterdrücken. Und auf die Weise ist sehr, sehr wertvolle Zeit verloren gegangen. Als du dann tatsächlich gesehen hast, dass der Staatspräsident nach Wuhan geht, sagtest du mir im Vorgespräch, da für mich kippte etwas. Und ich habe mir das mal angeschaut, was das chinesische Staatsfernsehen da als Videomaterial gezeigt hat. Da sieht man einen milde lächelnden, von einem Streicherchor untermalten Staatspräsidenten, der durch die Straßen geht. Hoffnungsvolle Blicke auf ihn gerichtet, die Menschen voller Zuneigung zuwinkend und er fast schon pastoral anmutender Führer, der durch diese leeren Straßen von Wuhan schreitet. Du sagtest mir im Gespräch davor, für dich war das ein wichtiger Moment. Warum? Ja, das war das klassische chinesische Staatstheater. Praktisch der letzte Kaiser, Bernardo Bertolucci, das große Epos, das dort inszeniert wird. Das war gar nicht anders zu erwarten, als dass es genau so aussehen würde. Ich zog aus diesem Vorkommnis am 10. März allerdings einen wichtigen politischen Schluss. Im chinesischen System ist es vielleicht nicht ausgeschlossen, aber extrem unwahrscheinlich, dass Xi Jinping an dem Tag bereits nach Wuhan gefahren, selbst sich dorthin begeben hätte, wenn er sich nicht sehr sicher wäre, dass die Krise grundsätzlich lösbar ist. Denn er hat natürlich mit diesem sehr symbolischen und in der Tat inszenierten Augenblick auch sein politisches Schicksal und sein erhebliches politisches Kapital mit der Lösbarkeit, mit der Überwindbarkeit dieser Krise verbunden. Wir wissen alle nicht, ob das den Chinesen gelingt. Ich
vielleicht wissen Sie es auch selber nicht, aber ich habe aus dem Auftritt von Xi in Wuhan den Schluss gezogen, dass die Führung selber an eine Lösbarkeit grundsätzlich glaubt. Denn sonst hätte sie nicht diesen, ja, auf Lebenszeit jetzt praktisch ernannten Präsidenten dorthin reisen lassen. Ja, die Frage ist natürlich, funktioniert diese Propaganda? Scharen sich die Chinesen um ihren von Fiedlern umgebenen Präsidenten? Es ist ja nicht unüblich, dass in Krisen die Popularitätswerte von Regierenden größer werden. Ist das in China auch so? Es gibt in China keine Umfragen. Man könnte nicht ermitteln, wie hoch die Popularitätswerte tatsächlich sind. Aber ich würde die Prognose wagen, ja, für die Mehrheit der Chinesen ist das, glaube ich, so. In China ist der Mechanismus der, dass viele Menschen sagen, in dem Moment, wo die Zentralregierung, also in dem Moment, wo Peking ein solches Problem, das ja immer irgendwo in einer Provinz dieses riesigen Landes spielt, in dem Moment, wo die Zentralregierung das in die Hand nimmt, können wir davon ausgehen, dass die das irgendwie wuppen. Allerdings sind die Bilder, die gerade anfangs der Krise aus Wuhan herausgekommen sind, so massiv und so bitter und so traurig und so erschütternd gewesen. Bis heute ist das noch so. Gestern wurde in Wuhan wurden die Friedhöfe geöffnet und durften die Menschen zum ersten Mal die Urnen ihrer verbrannten Angehörigen, verstorbenen Angehörigen abholen. Also die Bilder sind so bitter und so traurig und so deprimierend, dass die Führung schon gemerkt hat, dass ihre Glaubwürdigkeit auf dem Spiel steht. Und man darf natürlich nicht vergessen, die Propaganda ist absolut, absolut dominant hier. Und der größte Teil der Chinesen verlässt sich auf das, was er in den Staatsmedien sieht und sucht sich seine Nachrichten jetzt nicht wo und woanders her, wo er sie ohnehin schwer kriegt, über diese Great Firewall, über die Internetzensur, die nach draußen herrscht. Du kommst damit zu einer Frage, die sich hier jeden Tag die Menschen stellen. Länder wie Spanien und Italien sollen deutlich härter getroffen worden sein von dieser Krise als China mit über 1 Milliarde Einwohner. Und jetzt heißt es sogar in China, dass es nicht mal mehr Infizierte geben soll, also praktisch gar keine mehr. Die wenigen, die es noch gibt, sind angeblich Reisende, die aus dem Ausland nach China kommen. Bernhard, ernsthaft? Keine Infizierten mehr in China? Wirklich? Also, dass es gar keine Neuinfizierten gibt, ist inzwischen selbst in China selbst widerlegt. Ein Magazin hier, ein Online- und Printmagazin namens Caixin, hat übrigens über die ganze Zeit dieser Krise hervorragende Arbeit geleistet und jetzt gerade vor wenigen Tagen veröffentlicht oder bekannt gemacht, dass die Zahlen natürlich keineswegs null sind. Also, du würdest die Zahlen aus China mit Vorsicht genießen? Ich würde alle Zahlen der chinesischen Regierung mit Vorsicht genießen. Selbst die chinesischen Regierenden genießen ihre Zahlen mit Vorsicht. Ich persönlich habe keinen unmittelbaren Beleg dafür zu sagen, wie hoch die Zahl in China tatsächlich ist. Ich habe mit WHO-Delegationsmitgliedern gesprochen, die in China gewesen sind, die mir sagen, in etwa dem Trend nach werden die Zahlen Chinas ungefähr stimmen. Das kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Ich fürchte, es kann es tatsächlich im Moment niemand wirklich beurteilen. Diese vielen Krankenhäuser, die gebaut wurden oder kurzfristig ad hoc eingerichtet wurden in Wuhan, sind im Wesentlichen inzwischen leer. Die Patienten sind nach Hause geschickt. Das ist ein Faktum. In vielen der Intensiveinheiten dort gibt es wieder Betten. Das spricht nun eindeutig dafür, dass die Zahl der Erkrankungen zurückgegangen ist. Man zumindest die Zahl der Erkrankungen auf ein Maß zurückgeführt hat, dass das Gesundheitssystem nicht mehr so überwältigt ist. Also eine Sache lässt mich in dem Zusammenhang nicht los. Glaubt man Experten, dürfte der Ursprung für diese Pandemie und übrigens auch schon für die SARS-Epidemie ein Wildtiermarkt gewesen sein, in dem Falle in Wuhan. Bitte sag mir, dass im Rahmen der Aufräumarbeiten China jetzt ganz, ganz schnell diese Märkte verbieten will. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, auch einer, den man direkt an die chinesische Regierung stellen muss, von dem ich auch glaube, dass weder die Medien noch die anderen europäischen, amerikanischen Regierungen das stark genug gemacht haben. Denn die chinesische Regierung selbst hat von Anfang an, also als dann Mitte Januar die Krise in ihrer Ernsthaftigkeit erkannt war, erstens diesen besonderen Markt geschlossen und generell sehr, sehr schnell gehandelt und strikte Regeln erlassen gegen den Wildtierhandel. Ich finde, an der Stelle sollte man China viel stärker festnageln und sagen, ihr wisst auch selber, dass da etwas grundsätzlich im Argen liegt.
Der Genuss, der Verkauf von Wildtieren ist ein großes Problem in China seit langem. Nicht nur aus tierschutzrechtlichen, aus Umweltschutzgründen, sondern eben auch aus hygienischen und aus epidemiologischen Gründen. Man muss fairerweise auch sagen, dass die chinesische Regierung über Jahre auch gegen diese Art von Wildtierhandel vorgegangen ist. Es gibt seit Jahren beispielsweise Kampagnen in den großen Zeitungen, wo prominente chinesische Sportler, Schauspieler und so weiter sich dagegen oder dafür einsetzen, den Handel beispielsweise mit diesen Pangolins, das sind so ameisenfressende Schuppentiere, auszusprechen. Aber es ist offensichtlich nicht gelungen, diese Gebräuche, die hier in diesem Land herrschen, hinreichend einzudämmen. Offensichtlich hat die Regierung, was das angeht, ein sehr schlechtes Gewissen, denn sie hat nach dem Ausbruch dieser letzten Krise noch stärkere Regeln dazu erlassen. Im chinesischen Hinterland, auch in Südchina, ist das Essen dieser Tiere, das geht von Amphibien über Vögel, Schlangen, also bis zu allen möglichen Tieren, nach wie vor sehr, sehr üblich. Langsam beginnt das normale Alltagsleben wieder. Schulen öffnen nach und nach. China hat den Höhepunkt der Epidemie anscheinend überschritten. Die Produktionsbänder laufen wieder. I've never felt so happy before. China, Vorbild oder nicht, ist für viele Menschen in Europa vor allem eines. Ein Land, das gerade das hat, was wir so sehr vermissen. Eine Ahnung von Normalität. China ist heute vor allem ein Blick in eine Zukunft, die uns vielleicht in 6, vielleicht in 7 Wochen bevorsteht. Bernhard, ich habe noch nie so interessiert chinesische Aktienindizes studiert, mich noch nie so über die weich gezeichneten Frühlingsbilder des chinesischen Staatsfernsehens auf YouTube gefreut. Erzähl uns, wie ist sie, unsere Zukunft, die China heute schon erlebt? China schaut zurzeit ganz anders aus als die zurzeit die europäischen Länder und wahrscheinlich bis auf Weiteres viele andere Länder, die USA. Die Städte Chinas erwachen zum Leben, nicht nur, weil es von der Jahreszeit her passt, sondern man merkt es auch, es gibt erste kleine zaghafte Staus, beispielsweise hier in Peking an den großen Ringautobahnen. Es sind Menschen draußen auf den Straßen unterwegs. Es ist spürbar, dass das wirtschaftliche Leben langsam wieder losgeht. Ich war unlängst mit meiner Frau, als ich selbst aus meiner einreisebedingten Quarantäne kam, in einem unserer Lieblingslokale hier essen. Und das hatte auch eine komische Note. Man kam rein und wir merkten, wir können nicht am selben Tisch sitzen, sondern das sind große Tische. Das ist so eine Craft-Beer-Brauerei mit Tischen für 10 Leute. Und da wusste meine Frau an dem einen, ich an dem nächsten Tisch sitzen. Und wenn man sich umsah, merkte man tatsächlich, jeder Gast sitzt allein an einem dieser riesen Tische. Also es wird Abstand gehalten. Selbstverständlich wird beim Reingehen die Temperatur einem genommen. Man muss seine Handynummer hinterlassen. Man muss seine Handynummer sogar mit Unterschrift bestätigen. Das heißt, es ist nach wie vor eine sehr genaue Kontrolle dessen, wo Leute hingehen. Hast du eigentlich persönlich Probleme bekommen als Europäer? Das Epizentrum der Krise ist ja schließlich hier jetzt und nicht mehr in China und Chinesen könnten Angst vor dir haben. Hast du eine Art von Diskriminierung wahrgenommen? Nein, das habe ich nicht. Ich weiß aber, dass es objektiv da ist. Also beispielsweise ist es zurzeit sehr schwierig, fast unmöglich, als Ausländer in Peking oder Shanghai ein Hotelzimmer zu kriegen. Einfach weil die Regularien sehr, sehr strikt sind und sich die Unternehmen und die Hotels sozusagen hüten, Menschen aufzunehmen, von denen sie nicht ganz genau wissen, wie deren medizinischer Ablauf in den letzten Wochen war. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass die chinesischen Städte auch nicht so richtig wissen, wollen wir wirklich aufstehen aus diesem Winterschlaf, wollen wir wirklich zurückkehren? Und das passt mit den Warnungen, die die Politiker und die Experten auch tagtäglich wiederholen, sehr gut zusammen. Man traut dem Frieden natürlich hier auch nicht. Ja, die Städte erwachen wieder zum Leben, man hört den Klang dieser Städte wieder, die Autos hupen, die Motorräder sind unterwegs. Die Geschäfte machen auf, alle übrigens gehen mit Masken, ausschließlich mit Masken herum. Aber man hat natürlich deutlich das Gefühl, dass nach wie vor dieser Virus auf diesen Städten unglaublich drauf sitzt. In jedes Viertel, in das man hineingeht, in jede Wohnanlage, die man betritt, auch ich hier in meiner, wird einem die Temperatur abgenommen, muss man sich eintragen, merkt man, dass man kontrolliert wird, dass sozusagen nur ja nicht ein neuer Ansteckungsherd wieder sich entzündet. Und in dieser Zwischenphase, glaube ich, befindet
befindet sich China gerade. Es ist nicht so, dass hier eine totale Rückkehr zur Normalität zu beobachten wäre. Also ein Szenario, wie wir uns vorstellen, dass wir in 6 Wochen vielleicht in Deutschland darüber hinweg sein würden. Es liegt ein Schatten auf diesem Wiedererwachen. Ja, was sagen denn die Menschen? Sehen die positiv in die Zukunft oder ist es eher ein mulmiges Gefühl, weil sie auf die Wirtschaft schauen und sich denken, oh Gott, was kommt da auf uns zu? Es ist eine Mischung aus, glaube ich, all diesen Sentimenten, die du angesprochen hast. Wenn ich es ganz kurz zusammenfassen müsste, ich würde sagen, es ist, das dauert jetzt aber schon ganz schön lange und offenbar bleibt das auch noch länger. Mein Gefühl, und es sind fast 2 Monate ins Land gegangen seither, mein Gefühl ist, dass die Menschen inzwischen schon verstehen, das dauert deutlich länger. Die Krise ist offenbar schwerer, als wir annahmen. Ich sehe noch keine Zeichen von Verzweiflung. Ich höre von vielen und ich habe auch mit ein paar Menschen gesprochen, die tatsächlich sehr verbittert sind, die auch sagen, die Regierung hat ihre Glaubwürdigkeit lange schon verloren. Sie hat uns angelogen. Sie hat diese Krise so sehr verschleppt, dass sie überhaupt erst zu diesem Problem werden konnte. Was würdest du sagen? Kann Deutschland, kann der Rest der Welt von China lernen? Sind dir in dieser Krise Dinge aufgefallen, die du nachahmenswert findest? Nachahmenswert finde ich das, was die Chinesen tun, was die chinesische Bevölkerung getan hat über die vergangenen Wochen. Nicht so sehr das, was die chinesische Regierung getan hat. Also die Disziplin und die, wie soll ich mich ausdrücken, die Klaglosigkeit, mit der sich die chinesische Bevölkerung vor allen Dingen in Wuhan, diesem bis dahin ja absolut einzigartigen, in der Geschichte der Epidemiologie einzigartigen Regime unterworfen hat und übrigens viele der diese Verhaltensweisen erfunden hat, die man jetzt rund um die Welt in Ländern sieht, also auf den Balkon hinausgehen, den Ärzten und den Krankenpflegern demonstrativ sozusagen Mut zuzusprechen, ihnen zu danken für ihre Arbeit und so weiter. Das hat mich in China am meisten beeindruckt. Glaubst du denn, dass etwas bleibt? Wird China ein anderes Land sein nach dieser Corona-Krise? Das glaube ich schon. Die Frage ist, inwiefern es sich verändert. Also vor 17, 18 Jahren, als SARS ausbrach, hat sich ja die Kultur in vielen asiatischen Ländern, vor allen Dingen auch in China, Hongkong, Taiwan, sehr verändert. Das sieht man bis heute. Beispielsweise dieses Maskentragen hat sich damals eingebürgert und ist insofern in Asien jetzt gar kein so großer Wechsel zu vorher. Etwas, was man sehr deutlich, die soziale Veränderung in China im Moment eindeutig feststellen kann, ist, dass eine Welle des Patriotismus, in Wahrheit Nationalismus und in vielen Bereichen des Internet, vor allen Dingen des Chauvinismus über das Land geht, dass also ein großer Zorn, ein großer Ärger, zum Teil Hass sich auf andere Länder dort ausbreitet. Das ist zum Teil sehr, sehr schrill und sehr unschön mit anzusehen. Wenn man das verständnisvoll sehen will, dann kann man sagen, dass sich dort quasi die unglaubliche Angst und die Frustration, die natürlich die Chinesen als Erste mit dieser Krise erlebt haben, heute entlädt. Und das auf eine Weise auch verständlich ist, muss davon ausgehen, als das hier losging, gingen natürlich die meisten Chinesen auch davon aus, dass das zunächst mal nur China betreffen würde und dass man möglicherweise allein mit diesem fürchterlichen Problem dastellt. Jetzt, wo sich zeigt, dass diese Krise auf andere Länder überschwappt, entsteht also eine Art, fast ein Vergeltungsdrang, den man zum Teil im Internet nachfühlen kann. Das geht bis hinauf in die höchsten politischen Kreise hier. Es wäre sehr zu wünschen oder zu hoffen jedenfalls, dass dieses Trauma, das das natürlich auch in China angerichtet hat, nicht einen solchen psychologischen Rückstoß erzeugt, dass er in diesem Chauvinismus sich lange, lange auswirkt. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Heute mit Bernhard Zandt, unserem Peking-Korrespondenten, über die Lage in China. Auf spiegel.de halten wir Sie über die Entwicklung zum Coronavirus ständig auf dem aktuellen Stand. Und wenn Sie Ihre Nachrichten lieber hören, als sie zu lesen, auch da können wir helfen. Immer abends an jedem Werktag ab 18 Uhr gibt es das Spiegel-Update zu den aktuellen Entwicklungen in Sachen Corona. All unsere Podcasts hören Sie auf spiegel.de. Sie finden sie auch auf Spotify, Apple Podcasts und den üblichen Podcast-Apps. Die Musik dieser Ausgabe kommt von Davide Russo. Mein Name ist Juan Moreno. Bleiben Sie gesund.